Moin Leute, mein Name ist Loris und willkommen zum letzten GBB-Kampf bzw. dem letzten Spieltag. Ja, unsere Season ist eher so ein bisschen mittel, also eher schlecht verlaufen. Wir hatten sehr viele sehr knappe Matches, die sehr an der Kippe standen und wir am Ende dann doch verloren haben. Entweder wir haben ein bisschen gechoked oder wir haben manche Sets falsch kalkuliert oder der Gegner hat einfach gut gespielt. Und ja, dementsprechend haben wir sehr viele sehr knappe Matches gehabt. Und alle konnten wir leider nicht, also wir konnten sehr viele für uns deswegen nicht entscheiden. Heute ist der letzte Spieltag gegen Present. Ja, ich habe mein Mikrofon nicht da. Ich bin bei meinen Eltern gerade und dementsprechend nehme ich das jetzt hier mit meinem Headset-Mikrofon auf. Es ist eigentlich ein 100-Euro-Headset. Ja? Also man muss eigentlich damit davon ausgehen, dass das ein Headset ist, welches ein bisschen Qualität besitzt, eigentlich, ne? Aber wie wir raushören, naja. Ja, könnte besser sein auf jeden Fall. Also im Vergleich zu dem normalen ist natürlich kein Vergleich. So, Present meinte, er macht seine Unmod und dann legt er mich ein. Dementsprechend rechne ich gleich damit, dass ich einen Invite bekomme. Ja, wir können mal eben ganz kurz über das Team gehen, das ich gebaut habe. Ich glaube, das kann man ganz gut sehen. Joa, das sieht gut aus. So, haben wir auf jeden Fall Quillfish am Start. Welches, ja, Rocky Helmet, Intimidate, komplett Fist Death. Einfach, ich hab's tatsächlich dabei, ich öffne eben ganz kurz das Team. Genau, ich habe es vor allem gegen den Affen dabei, ne? Also gegen na, also der Kampfaffe aus der siebten Generation, boah. Den Namen habe ich komplett vergessen, Alter. Ist auch im Endeffekt egal. Den hab ich auf jeden Fall hauptsächlich für den dabei. Klar, der ist auch ganz gut gegen Togekiss, der ist auch ganz gut gegen Inteleon. Zumindest so ein bisschen, ne? Und Fistef mit Intimidate sollte auf jeden Fall klar gehen. Ja, Gully Support habe ich dabei gegen Excadrill und so weiter und so weiter. Wir sehen ja so hier das Team. Und ich denke, wir mal sagen, wir starten. Ich hab tatsächlich sehr relativ viele 252er-Splits dabei. Einfach weil ich es machen musste, beziehungsweise ich habe sehr wenig Speedy-Mons, eigentlich nur das. Und das sind die beiden und das ist ein Speed-Tie und das ist halt gespeed-creept und dementsprechend das ist nicht das richtige Team. XDD ist nicht das richtige Team. Gegen Present, dann würde ich sagen, klappt. Okay, da ist der Affe. Wer ist er jetzt? Für Simeon, genau. Okay, also ist ungefähr das, worauf ich mich auch vorbereitet habe. War auch, also ich fand persönlich das Matchup leider ziemlich schlecht von meiner Seite aus dieses Mal. Also dementsprechend habe ich mein Bestes probiert. Wir gucken einfach mal, wie ja. Kein Rotom dabei, das ist actually gut für Pillow Swine. Kann ich ein bisschen EQ drücken. Tox, also Pillow Swine ist ganz cool. Und was leaden wir, ist die Frage. In der Theorie können wir immer mit Rotom leaden. Jetzt, wo ich das Team so sehe, sollte Rotom eigentlich ein ganz geiler Lead sein. Doplate dabei, also es verstärkt unsere Grass-Attacken, was ganz cool ist gegen das Team. Hat keinen richtigen Switch in da rein, außer halt eben Togekiss, das wird halt auch kein Volt-Switch abbekommen. Ja, klar, Willow will halt auch nicht jemand reinkommen. Vielleicht Inteleon, aber Inteleon, das ist klar, aber Rotom ist eigentlich ein ganz cooler Lead, würde ich sagen. Ja, gucken wir mal. Ich denke, also ich bin auf jeden Fall guter Dinger, dass wir hier gewinnen können. Ich glaube, ich kann auch sogar Musik anmachen. Sollte man nicht mit hören, oder? Nö. Nö, nö, ist gut. Meine erste Live-Aufnahme mit Showdown ist also interesting, ja. Also das heißt die erste richtige vom GEB, die erste richtige Live-Aufnahme. Und Pissimian, okay. Ja, Persimmon ist natürlich erstmal ein bisschen nervig. Also ich bin aber auch prinzipiell schneller, wenn er nicht gescarft ist. Ich kann ja mal in den Kalk gehen. Das hätte glaube ich nicht importiert. Wo haben wir das denn? Rot. Das ist das gleiche Set, das ist das gleiche Set. Ich kriege mal mit Scarf. So, Yuta macht halt schon seinen Damage und Gangshot tut auf jeden Fall auch richtig weh.
Heißt, wir wollen eigentlich auswechseln den Quillfish. Vor allem können wir auch Rocky Helmet dann verteilen. Bike setten. Ja, wir gehen mal Quillfish gegen Persimmon. Hätte fein, ja, das sollte aber kein Problem sein. Er ist ja, er quittet uns, aber wie auch immer. Aber gut, dass ich gegen den Affen den mitgenommen habe, wenn ich weiß, dass der Defiant hat. Er hat früher nur keiner mit Defiant gespielt, stimmt, das war so. Der ist früher erst mit Defiant, der ist erst mit Defiant rausgekommen, als der, glaube ich, in der GPL noch nicht Defiant haben konnte. Und dann habe ich die Lore-Tiers nie gespielt. Stimmt, der hat Defiant, ja, das ist dann natürlich ein bisschen doof, dass ich den dabei habe mit Bedrohr. Klar, das ist auch ganz gut gegen andere, ne? Gegen zum Beispiel wer ist er gleich? Ich bin so schlecht mit Namen, gegen Gigalith, ne, klar. Ah, das ist jetzt auch nicht so tragisch, ich bekomme zwar ein bisschen mehr damit, ne, aber. Die Kühlt war natürlich auch ein bisschen nervig. Wir bekommen den schon tot, sagen wir mal so. Wenn er gescarft ist, bekomme ich ihn auf jeden Fall tot. Komm einfach ein paar Mal rein, dann ist er auf jeden Fall in Range für Aqua Jet und irgendwann für Ice Shot und so, also. So, Frage ist, um was geht er jetzt? Bitte. Ich kann mir halt vorstellen, dass er jetzt hier rockt oder einfach mal angreift. Ja, mal ein Gelisseport. Ich mach's einfach mal. Das war, was ich mir ausgesucht habe, was sie ein bisschen kontern soll. EQ hat natürlich 21% gemacht, das ist relativ viel. Velociport, actually full HP. Gegen Excadrill. Ah! Maxwell und Jolly? Machten jetzt hier so ein der Rock Move, wie heißt der? Vielleicht kann man mit Rock 2 oder den dabei. Der anderen, der macht schon ein bisschen was. Aber wir haben die Beere dabei, das andere sollte so 40 machen. Sollte ich mit der Beere drin bleiben können. Ich würde sagen, wir gehen einmal, ja, für Liquidation. Ja, ich rechne halt mit Corphagrigus. Wir gehen mal für Liquidation. Add Rockslide halt dabei. Es sollte aber durch die Beere. Tschüss. Ja, wollte sagen, hat funktioniert. Das heißt, so ein bisschen der Hauptthread ist erstmal ein bisschen raus. Das ist actually ziemlich cool. So, Turkish Flinch 24. Ja, ich habe mir überlegt, ich könnte ja in der Theorie einfach Pillowswine reinschmeißen oder Copperajah. Die haben beide relativ defensiv auf ja, am Start. Copperajah kann ich halt. Ja, der kann halt in der Theorie einfach für die. In der Theorie einfach für, jetzt direkt für die Feuerattacke gehen. Vielleicht einfach halt Dragon mal reinzuschmeißen. Und dann einfach mal zu U-Turn. Weil die Feuerattacke halt sehr obvious ist jetzt, ne? Geh mal Fight Dragon einmal. M4 kommt. Der Burn ist natürlich ein bisschen super kacke jetzt, weil er meinen Leftover was negiert, ne? Aber. Schon einfach mal. Gehen jetzt einfach mal in Copperajah. Wir gehen jetzt einfach mal in Copperajah. Geh nochmal Flamethrower. Okay, er macht natürlich kein Damage. Hä? Ja, super Luck, okay, ja. Fein, ja. Wenn er super lag, wenn er Swing Grace hat, ja, aber zweimal mit 20%, das kannst du auch niemandem erzählen, oder? Also.
Ach, du hast kein Damage mehr. Würde sagen, er kann uns versuchen zu flinchen. Wir gehen einmal für Iron Head. Okay, geht direkt in Kaufwerk. Das ist aber fein. Es macht halt ein bisschen. Hätte also so keine schon. Aber das Ding ist halt, der Burn nervt halt mega hart jetzt. Also, ich kann, er hätte halt schon ein bisschen was an Damage machen können. Jetzt ist halt doof. Sagen wir es mal so. Wenn wir ganz ehrlich sind, ist doof. Wir gehen mal in Glossy Pot. Okay, er quittet uns raus. Aber ist fein. Ich kann aber jetzt easy in High Dragon gehen. Und jetzt haben wir mal U-Turn. Ich bin ziemlich sicher, dass er nicht drin, hier drinnen bleiben möchte. Kiss. Ja, ich gehe einfach in Rotom und Rot switchen. Also ich sehe einfach nicht das Problem, das jetzt einfach mal zu machen. Eigentlich bräuchte ich Rocks, das wäre echt ganz cool. Er will nochmal Flamethrower und ich sehe es in seinen Augen. Hat ja auch gar kein Damage gemacht, ne? Kackvieh, ey. U-Turn auf jeden Fall. Ging jetzt ein Pillow-Swine. Jetzt haben wir mal die Rocks raus. Our Drap. Jetzt haben wir die Rocks raus und das ist ziemlich cool. Frage ist, wie playen wir das jetzt? Ja, mal Kooperator reinwerfen, einfach weil der schon geburnt ist und der hat noch die AV und so, sollte, also, killt und, er ist Life Orb, okay. Hauen wir ihm zweimal Life Orb Damage rein. Das ist dann okay. So, Intellion mit Life Orb, ja. Irgendwas, um Glossy zu hitten. Also auch zu One-Shotten, ne? Sie ist halt. Ich glaube nicht. Wir probieren es einfach mal, ja. Ich will, glaube ich, einfach mal Liquidation drücken, weil es Cofagrius reinkommt. Ich drücke einfach mal Liquidation, komm. Wenn nicht, haue ich dem Metallion so viel Damage rein, dass er nicht mein Rocks reinkommt. Er kommt Cofag rein. Er hat Zitrusbeere, okay. Wir gehen einfach mal in High Dragon, ich glaube er wird hier Willown oder so. Er wird Toxic und das ist genauso okay. Und Tokus würde halt Rocks Damage bekommen, jetzt den Dark Pulse in die Fresse. Ich drücke einfach mal Dark Pulse. Er geht ein bisschen mehr, sollte aber auch ein bisschen Damage bekommen. 25%, das ist gut. Dann schippt er irgendwann durch meine.
durch meine Hazards bzw. durch meine Prios. Je nachdem, wie direkt wieder ein Quillfisch, das habe ich nur für den eingepackt. Selbst wenn er irgendwie den Boost bekommt oder so, passt das. Er bekommt dann mindestens zweimal den Rocky Helm mit Damage. Ja, die Rocks sind echt ganz cool im Moment, also not gonna lie. Ich glaube, er hat seinen Spin einfach direkt verloren. War natürlich dann ein Misplay. So, er kommt natürlich jetzt den Boost. Dann wieder U-Turn, das ist okay. Geht für Close Combat, okay. Tut uns nicht, was actually ziemlich gut ist. Also wir drücken einfach mal Spikes. Also es könnte uns töten, wenn er eine Wall trifft. Wenn er die halt nicht trifft, dann kriegen wir die Spikes und dann bekommt er nochmal Walkier mit Damage und dann kommt er nochmal Walkier mit Damage und ist alles super. Und dann sollte eigentlich auch sowas wie ein Pillow Swine echt gut Work machen können. Und das Glossy Pot. Kommt Kaufwerk rein. Wir toxiken den einfach mal. Das ist halt. Ja, was macht er? Für Rest. Okay, das ist fein. Drücken einfach nochmal Spikes. Wir drücken einfach nochmal Spikes. Jetzt scrollen wir den. Body Press. Okay. Toxing einfach den nochmal. Müssen auf jeden Fall forcen, den nochmal in genau, wir wollen ihn auf jeden Fall forcen, dass er. Hätten wir jetzt Taunt auf dem, das wäre geil. Nicht. Jetzt geben wir auf jeden Fall einen High Dragon. Die Dark Pools sind auf jeden Fall einfach safe. Wir sehen immer nicht, ob das Tokis Wish hat. Nee, Wish Roost hat. Er kann das noch, das kann Roost haben, ja, auf jeden Fall. Dark Pulse kommt, der macht richtig viel Schaden, das ist richtig gut. Ah, der bekommt tatsächlich Rest. Bisschen doof für ihn, aber ich glaube, weiß, aber der ist halt so low, dass jedes Pokémon ihn tötet. Dementsprechend ist das fein. Also selbst wenn der jetzt gestorben wäre, Hydreigon, hätte jedes Pokémon ihn getötet. Wir gehen nochmal für Dark Pulse. Ich würde ihn halt einmal taunten wollen. Ja, wir taunten ihn einmal, dass er sich nicht hochreiten kann wie so ein Spacko. So, das ist kein Defog am Start für dich. Wir gehen einfach in Pillow Swine und versuchen ihn zu toxicen. Macht ja auch keinen Damage. Kommt noch ein Burn, ey. Das kann mir doch auch keiner mehr erzählen, ey. Dass er einfach so viele
dass er von vier Flamethrowern und der eine Flamethrower war ja auch schon auf. Das heißt, er hat auch drei Flamethrower und drei Burns bekommen. Das kann man doch auch keiner erzählen mit toxischen Dingen. Ich muss ihn jetzt nur noch getoxic bekommen, dann gewinne ich dieses Spiel. Wenn ich Togekiss getoxic bekomme, gewinne ich dieses scheiß Spiel. Weiß er ja klar, vielleicht hat er ja nicht mal. Ich glaube, er hat halt vielleicht deswegen keinen. Vielleicht hat er kein Aslaash dabei, vielleicht hat er kein Roost dabei. Ja, Defog spielt, muss er eins von beidem nicht dabei haben. Aslaash wäre halt super für Glossypod. Don't lie. So, jetzt aber, mach was Present. Los, auf geht's, auf geht's. Also was könnt ihr jetzt noch machen? Also, weiß nicht, ihr könnt vielleicht Gigalith reinwechseln, ja. Vielleicht schrieben was los. Jetzt sind wir mal und drücken jetzt nochmal Toxic. Irgendwas scheint nicht in Ordnung zu sein mit dem Spiel gerade. Fuck. Steht, dass ich gelefft bin anscheinend. Refresh mal die Seite. Ah ja. Ey, Showdown, ich bitte dich. Aha. Bin in. Okay. Also wir rocken jetzt. So, Leute, wir sind wieder am Start. Wenn er jetzt defoggen möchte, den Rock, dann kommen die Rocks direkt wieder raus. Weil die Rocks wären schon ganz cool zu behalten, ja, da sehe ich mich. Jeden Tierleon, okay. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt zacken möchte. Ich glaube halt, wahrscheinlich möchte ich das. Ich gehe einfach mal auf Ice Head, um noch ein bisschen Damage zu machen. 6% easy. Ja, hätte ich die auch subben können, wenn die ein bisschen kacke gewesen, aber damit habe ich einfach mal nicht gerechnet, dass er jetzt hier subben möchte. Ja, mal ein Rotom und Vote switchen, der sollte uns nicht one-shotten können.
Dann passt das. Das Toxic war wirklich wichtig auf dem Toolkiss. Gucken wir mal, was er jetzt fordert. Also ich glaube, es sieht, wie gesagt, ganz gut für uns aus, aber das heißt die letzten Male auch. Du Bescheiße. Diglett kam noch kein Mal raus. Das beunruhigt mich irgendwie. Geht jetzt ein Gigalith, ist die Frage, ne? One-shot ich das, ist die andere Frage. Mit, Colossipod. Rocks plus Wurzel tut schon weh. Dann noch die Wasserattacke sollte richtig reinballern. Was sackt er denn jetzt vielleicht für den Damage an Rotom? Ja, oder? So, tschüss, der ist wenigstens mal weg. Überleg halt in Hydreigon zu gehen, weil dann kann er nicht in Togekiss gehen und defoggen. Dann kann ich ihn einfach taunten. Da wird keiner mit zu angreifen, aber ist er so low, dass Rotom ihn killt. Das ist das Coole daran. Deswegen gehe ich einfach mal in Hydreigon. Deswegen geht er auch in den. Ja, Sacken auf jeden Fall Quillfish. Und ist dann nämlich in Range für den Aqua Jet. Weil dieser ist auch jetzt an der Stelle schon, aber. Geht für Close Combat. Ist auch okay. Ich glaube, dass Golossipod jetzt hier sehr gute Karten hat. Wir drücken auf jeden Fall Aquajet. Da geht in Toolkiss. Das ist interessant. Aber das stirbt ja durch zwei Aquajets. Vielleicht weiß er nicht, dass er nicht. Vielleicht weiß er, denkt er, dass ich nicht Aquajet habe. Wir wollen das natürlich ganz safe runterspielen. Glossipod fickt den mit Aquajet komplett. Das heißt, wir gehen einfach in Hydreigon. Drücken Dark Pulse. Stone Age, ja, fein. Tut natürlich ein bisschen weh alles. Der ist natürlich auch super langsam. Also wir Dark Pulsen den auf jeden Fall. Also Pessimin died. Da kann man nichts machen. Er muss drinnen bleiben und angreifen. Er hat keine Wahl. Vielleicht ist Rocks irgendwo ein Play, aber. Body Press, okay. So, wir haben 94% gemacht. Ich will auch mal gucken, wie viel das ist. Oh, gegen. Falsche, noch disconnected gewesen, what the fuck? Velocipod. Liquidation. Wenn er Specially Defensive ist, killed. Wenn, muss man eben gucken, ob er Specially Defensive überhaupt ist, mit Hydreigon. Das gemacht. Ah, oh, ich Gott, das ist. Das ist nicht. Also wir müssen Rotom gehen und den Leaf Storm. Machen wir einfach mal. Tschüss.
Aspisimion, ja, und das sollte eigentlich gleich einfach durch Aqua Jet Dyne auscombatet natürlich. Aqua Jet kommt. Und da gewinnen wir gegen Present. GG. Close Match. Diesmal haben wir das close Match gewonnen. Oh Mann, ey. Da bin ich echt zufrieden. Also wir haben gewonnen, ist noch gegen Timo gewinnen, das Spiel, das Match habe ich noch nicht gespielt, ne? Aber gucken wir mal, dass das was wird. Ja. Danke fürs Zugucken, Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten, also beim letzten GB-Kampf. Ich weiß nicht, ob der gegen Timo später online kommt oder der. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Dementsprechend vielleicht bis zum letzten, ja. Und dann, ja. Sehen wir uns gleich beim anderen Video. Tschüss!